Wir, die Sippe des Abschieds, sind Zeugen des Schicksals vieler Menschen, die gehen mussten. Und vieler Dinge, die sich verändert haben. Die Zeit verstreicht, ohne anzuhalten. Ich bin wieder da. Willkommen zurück, lieber Erial. Wie kann ich eine Mutter für Erial sein? Und daher ist das ewige Schicksal, der Sippe des Abschieds auch immer Abschied nehmen zu müssen. Lacht, dann wird mir so warm ums Herz und ich bin so glücklich, dass ich mein ganzes Leben nur mit ihm zusammen sein möchte. Ich habe gedacht, sie ist meine Mutter, weil sie einfach immer bei mir war und alles für mich getan hat. Auf Wiedersehen, mein lieber Erial. Ich wünsche dir Glück. Wenn ich nicht groß werde, kann ich dich ja nicht beschützen. Du hast mir doch versprochen, du würdest mich immer beschützen. Hast du eigentlich keine Vorstellung, mit wie viel Liebe und Herzblut dich Makia großgezogen hat? Woher soll ich das denn wissen? Ich habe nicht die geringste Ahnung, warum ich hier so wichtig bin. Was auch passiert, für mich wird es wertvoll bleiben. Ich kann sie nicht mehr beschützen. Du duftest so gut wie die Sonne. Von jetzt an bleiben wir zusammen. Für immer. Makia, eine unsterbliche Liebesgeschichte.